Und Konnichiwa und herzlich willkommen wieder zum Play-by-E-Mail Nummer 39. Ich bin der Captain und natürlich spiele ich weiter Civilization 6 Rise and Fall. Ich befinde mich in Runde 74 und es ist nur noch eine Runde, bevor ich in das Mittelalter eintrete. Von der Klassik ins Mittelalter. Und im Mittelalter darf ich ja dann auch wieder ein goldenes Zeitalter wählen, denn ich habe ja genug Punkte. Ja, Zeit wird es, das richtig vorzubereiten, damit ich gleich super ins Mittelalter starte. Und das und alles mitzunehmen, was ich jetzt noch mitnehmen kann. Also, ich habe jetzt erstmal, aber da kommen wir gleich mal zu, ich habe jetzt erstmal die Ausrichtungen abgeschlossen. Dass wir einmal Söldner. Damit kann ich dann schon mal etwas upgraden und ich kann vor allen Dingen die Regierung jetzt umstellen und kriege vor allen Dingen die Berufsarmee. 50% Nachlass auf alle Einheiten und Handelsföderation, was? Plus 1 Kultur und 1 Wissenschaft durch internationale Handelswege. Das ist natürlich auch etwas, was man mal bei den Wegen draufpacken kann, aber momentan bin ich eher auf andere Dinge fokussiert als auf Kultur und Wissenschaft. So, sonst irgendwas passiert? Ja, natürlich, ganz wichtig, Rana bzw. Hundepriester, der Russe sozusagen, wo haben wir ihn? Ganz hier oben, der Russe hat das Friedensangebot angenommen, gemäß dem Vertrag. Er hat auch keine Einheiten hier mehr geplättet. Hätte er ruhig noch, oder hätte er noch versuchen können, wollte er aber nicht. So, und da hier keine Einheiten heilen, hat er hier unten wahrscheinlich die Pferde auch noch gar nicht angeschlossen wieder. So, was noch? Sendai braucht mehr Wohnraum. Ja, alles klar. Ihr habt genug Glauben gesammelt, okay. Und weil die Vereinbarung da ist, haben wir jetzt natürlich Frieden geschlossen. Und die ganzen Stadtstaaten haben auch miteinander wieder Frieden geschlossen. Nur Babylon hat Sam, also dem Amerikaner, den Krieg erklärt. Okay, bevor wir uns da oben wieder zuwenden, gucken wir mal. Jetzt kann ich jetzt mich um die Reichsverbesserung kümmern. Und dazu kommt jetzt erstmal hier eine große Persönlichkeit beanspruchen. Und wir sehen, ich habe jetzt schon Hildegard von Bingen. Gerade eben war da noch ein anderer. Gucken wir mal, wer noch alles rekrutiert hat, gerade in letzter Zeit. Ah ja, 1600 vor Christus. Das ging aber mal ganz schnell innerhalb von einer Runde. Genau eine Runde oder zwei Runden vor mir hatten natürlich jetzt hier der Chinese mit 67 Glauben und gewährt 67 Glauben und in der Hauptstadt ein gratis Exemplar dieser Luxus, dieses Luxusguts. Einen Händler, okay. Dann hier in der 8200 vor Christus hat der diesen Wissenschaftler geholt, okay. Für eigene Einheiten in einer Entfernung von einem Geländefeld. Genau, das ist halt so ein super Multi-Heiler. Und löst ein Heurecker aus für Mittelalter oder der Renaissance. Verwundete Landeinheiten können dann 5 Treffer. Achso, verwundete Landeinheiten können 5 Treffer. Punkte pro Runde regenerieren. Ist das dann halt was dauerhaft passiert? Glaube dauerhaft, genau. Großer Wissenschaftler hat auch England geholt und zwar 2 zufällige Technologien, die den Eingebungs löst Heureka-Element aus und ein Eingebungselement aus in der, im Mittelalter oder der Renaissance. Da hat er natürlich jetzt 3 Heurekas Eingebung Sachen. Das könnte schon interessant werden, wenn man das zur richtigen Zeit halt zündet. Na gut, dann hole ich mir jetzt Hildegard von Bingen. Ist ja auch wichtig mit dem Glauben und der Glauben Nachbarschaftsbonus dieses heiligen Städtebezirks gewährt auch Wissenschaft. So. So, da haben wir ihn. Gucke ich gerade noch mal, was als nächstes kommt. Großer Wissenschaftler. Erhalte 250 Wissenschaft auf Standardgeschwindigkeit für jedes angrenzende Berggeländefeld. Das wäre natürlich richtig nice. Kostet allerdings schon 410.
Okay, die 410 muss man erstmal kriegen. Das heißt, auf die 410, ja, das dauert eine Weile, glaube ich, noch ein bisschen, bis man auf die 410 kommt. China mit 6 vorne und ja, England hat 6,9. Ich habe inzwischen, ich habe auch 6. Okay, also auf jeden Fall ziemlich fett, muss man einfach sagen. Gut, dann setzen wir den mal gleich ein. Einmal so, und wenn ich ihn jetzt hier auslöse, dann kriegen wir nicht nur 67 Glauben dazu, sondern wenn ich jetzt hier drüber gehe, Nachbarschaftsbonus, nicht nur 4 Glauben, sondern auch 4 Wissenschaft. Und das verdoppelt sich natürlich dann auch, wenn ich den Bonus auf den Nachbarschaftsbonus für Glauben setze. Dann habe ich da nicht nur 4 Glauben, sondern 8 Glauben und dann auch 8 Wissenschaft. Jawohl. Gut, Zeitalterpunkt kriege ich auch noch. Alles klar. Machen wir weiter. Produktion in der Hauptstadt. In der Hauptstadt fange ich jetzt an, entsprechend Armbrüste zu bauen, Armbrustschützen zu bauen. Und ich kann auch gleich nochmal die Produktion ein kleines bisschen erhöhen, indem ich den da wegnehme und den hier hinpacke. Dann bleibt das hier immerhin konstant. 26,4. Gleichzeitig kann ich anfangen, ein bisschen Gelände zu kaufen. Einmal hier. Kostet 110. Weil dieses Feld ich ja auch irgendwann mal abholzen will. Da soll schließlich das Industriegebiet hin. Das will ich auch abholzen. Und du gehst hier hoch. Ja, bin hier ein bisschen am Husten wieder. So, was mache ich jetzt noch? Genau, ich kaufe, wie glaube ich, 335. Ja, ich kaufe weiter. Ich kaufe noch dieses Feld hier. Einfach, weil ich es jetzt kann. Und stelle hier Feluca jetzt endgültig mal um auf dieses Feld. So. Damit hat er dann da schon mal ein bisschen mehr Wissenschaft und noch ein bisschen mehr Glauben. Gleichzeitig kann ich hier weitere Sachen postieren. Sendai ist auf 7 gewachsen. Das heißt, du nimmst das Feld, ist besser. Du wächst eh nicht mehr so stark jetzt. Und hier kann ich jetzt ein neues Feld mit was Neuem belegen. Und ich nehme natürlich ein Industriegebiet. Die Stadt muss nämlich industriell auch auf Vordermann gebracht werden, als Frontstadt und gleichzeitig als wichtige Produktionsstadt hier für Militäreinheiten und so weiter oder als Nachbarschaft, als Stadt am Rand. Die Stadt ist ja nicht so stark, die auch nicht, und die soll sich ja um ganz andere Dinge kümmern, zum Beispiel um die Wunderproduktion und so weiter. Ja, Mizi, was ist denn jetzt, ne? Bist wieder unzufrieden? Ich werde das gleich fertig machen. So, hier, das ist ein Industriegebiet. Das setze ich dahin. Da steht schon mal zwei. Eins davon, wegen der Mine. Eins davon. Das habe ich jetzt hier eigentlich wegen dem Industriegebiet. Das ist atemberaubend 4. Das ist atemberaubend 6. Das ist atemberaubend 4. Okay, gut. Wow, ich hatte schon gedacht. Wenn ich das jetzt da hinsetze, habe ich nämlich gar nicht, hab schon gedacht, wenn ich das jetzt da hinsetze, dann würde ich jetzt wieder hier irgendwo Glauben verlieren. Aber das ist nicht der Fall. Da war eh kein Glauben. Und hier war auch kein Glauben. Okay, gut. Dann muss ich umstellen. Handelszentrum. Eine Runde, bis es fertig wird. Nächste Runde also. Ja, ganz einfach, weil nächste Runde muss das hier im Prinzip Geld bringen und natürlich muss es auch, na, wie heißt es, die goldenen Zeitalterpunkte bringen, die ich für das nächste goldene Zeitalter schon mal brauche. So, was baue ich denn jetzt noch? Hier muss ich umstellen. Genau, in Okayama
Da wird jetzt auch der Hafen wieder eingestellt und dann kann der Hafen quasi nächste Runde auch fertig werden. Gibt auch nochmal direkt Geld und direkt goldene Zeitalterpunkte. Wunderbar. Und dann kann das hier schon mal richtig schön werden, muss man sagen. Was will er denn jetzt hier noch immer mit Produktion einstellen? Ach, hier unten habe ich noch was. Takamatsu, genau, in dieser Stadt. Die hat jetzt nur dieses Feld belegt. Du kannst das Feld belegen. Ja, nicht das da, dann verlierst du nämlich die Bevölkerung, sondern das da. So, dann hast du 15,4 Produktion. Muss man sich mal vorstellen. Die kleine Stadt hier hat 15,4 Produktion und die könnte hier sogar noch mit einer Mine hier drauf sogar auf 17 Produktion hochgehen und richtig schön losproduzieren. Ja. So, was habe ich denn jetzt hier? Produktion. Ach, hier drüben, natürlich. In Rouen darf ich jetzt den Schrein produzieren. Genau. Ich setze halt auf den Schrein, weil der gibt mir dann halt auch schön vier Glauben, nicht viel, ja, viel Glauben sowieso, aber gibt mir auch entsprechend viel Kultur. Den Schrein, jetzt will ich aber gerade noch mal gucken, gibt der Schrein hier auch genügend Kultur? Das sieht man. Nee, der Tempel gibt vier, der Schrein gibt nur zwei Kultur. Also die Boni, die man durch die Stadtstaaten bekommt, zählen hier also nicht. Ja, so ist das halt. Ja, schade. Hier der Campus mit plus 5 ist natürlich richtig fett. Jo, ne? Sieht man schön, was die ganzen anderen alle Sachen bringen. So. Gut. Dann Gesandten machen wir noch nicht. Dann kann ich, glaube ich, wirklich anfangen, die Regierung umzubilden. Weil den Rest brauche ich jetzt gerade alles nicht mehr. Die Einheiten Gold nehmen wir mal für eine Runde raus. Die plus 1 nehmen wir auch mal für eine Runde raus. Die plus 2 hier Gesandten nehmen wir auch für eine Runde raus. Und die Wissenschaftler nehmen wir komplett raus. Die brauchen wir alle gar nicht mehr. So, dafür kommt jetzt rein der Feudalvertrag. Plus 50% Produktion für Nah-, Fern- und Kavallerieabwehreinheiten des Mittelalters und der Renaissance. Ideal für Armbrustschützen und ideal für wie heißen denn nochmal? Samurais. Genau. Dann für eine Runde setze ich ein. Neu ausgebildete Handwerker erhalten zwei zusätzliche Bauaktionen. Ich will nämlich gerade nochmal eine Runde, bevor es ausläuft, mir einen Handwerker kaufen. Über Glauben. So, dann noch hier der erste Gesandte, den ihr zu einem Stadtstaat schickt, gilt als zwei. Nehmen wir auch rein. Und last but not least. 50% Nachlass auf alle Einheitenverbesserungen. Die Söldnerkarte nehmen wir auch für eine Runde rein. 1, 2, 3, alles für eine Runde und danach wird wieder umgewechselt. So, warum mache ich das jetzt? Ganz einfach, ich habe hier den Gesandten, den will ich auch irgendwo hinschicken. Und zum einen brauche ich Laventa wieder, Suche 10. Und zum anderen möchte ich bei Stockholm zwei statt einen haben. Klicken wir mal drauf. Dann bin ich jetzt wieder Suche 10 hier bei Laventa. Ah ja, da sieht man schon, die Mrs. Norris China macht hier entsprechend diesen Typen da. Alles klar. Und bei, ja, nicht bei Stockholm habe ich jetzt zwei. Ja, Stockholm ist deswegen so ganz wichtig, weil das der einzig wirklich richtig fette, geile Bonus ist. Eigentlich viel zu stark, weil hier steht, eure Bezirke mit einem Gebäude gewähren plus 1 große Persönlichkeiten des Typs. Große Schriftsteller, Künstler, große Musiker, Theaterplatz und so weiter. Also plus 1 davon. Wenn man das jetzt hat und viele von dem Typ hat, dann geht das ganz schnell in die Höhe, wie man ja bei China sieht, dass der ganz schnell auf 6 von denen kommt. So, ich will jetzt aber erst nochmal, und dafür brauchte ich Laventa, jetzt hier die ganzen Kolossalkopfbeförderung nehmen, plus 3 Glauben hier,
Zack, und damit haben wir schon mal jetzt, hier hat es sich geändert, 103 Glauben pro Runde. Jetzt packen wir das hier auf diesen Hügel Mine auch noch drauf. Plus 2. Und da kommt dann als nächstes einer hin. Das sind dann hier nochmal 2 dazu. Genau. Weil das hier ein... Ne, den habe ich ja weggemacht. Passt ja. Genau. Weil das wunderbar so funktioniert. Genau. Dann noch einstellen. Bildungswesen nehme ich jetzt raus. Das hier war leider, glaube ich, falsch. Das hätte ich eine Runde früher abbrechen müssen. Militärtaktik. Naja, gut. Hätte ich noch mal ein bisschen frühzeitiger dran denken sollen. Das ist nämlich viel zu viel geforscht. Das wird hochvoll sein. Das hier wird wahrscheinlich schon dieses Stückchen hier fast abzweigen und weniger haben. Deswegen forsche ich jetzt einfach noch mal eine Runde hier bei Druck. Und dann sehe ich in der nächsten Runde ja, wie die neuen Forschungskosten sind. Bei der Kultur, da kann ich leider nicht wirklich was anders machen. Wenn ich das jetzt nicht forsche, dann kriege ich nächste Runde nicht diesen Gesandten. Den will ich aber auch noch mal zu einem Doppelgesandten einstellen. Dann bekomme ich das noch dazu und dann kann ich direkt nächste Runde mit göttlichem Recht weitermachen. Das ist zwar dann etwas nervig, aber ich kriege das und das sofort zusammen. Und zumindest wenn ich richtig gerechnet habe, weil das sollte auch abgeschnitten sein und nur noch so viel kosten, also nur irgendwie so ein bisschen mehr als 3/4, weil es aus dem Mittelalter ist. Bei Renaissance weiß ich nicht, ob sich das ändert, aber bei Mittelalter auf jeden Fall. Ja, denn das, dann das, dann das. Ne? Machen wir so, 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 dann sehen wir es gleich. Ne? Und dann sind wir auch gleich bei der Monarchie, kriegen auch Wohnraum zusätzlichen und können vor allen Dingen auch mehr Karten einsetzen. Alles klar. Gut, das hätten wir dann. Dann können wir noch die Einheiten marschieren lassen. Unsere wunderbaren Shinto-Missionare verbreiten jetzt erstmal hier in Deutschland, in Aachen, den Glauben. Wunderbar, hat der das auch gemacht. Weitere Einheiten, die ich bewegen darf. Du gehst in Richtung Rouen. Und dann sehe ich jetzt hier, aha, der Franzose kommt mit einem Speer hier hinten hin. Der will wohl spionieren. Ziehen wir ihm gleich mal den Ritter davor und damit er ein bisschen panisch reagiert vielleicht, ziehen wir den zweiten daneben und den ziehen wir so hin, damit er den nicht sieht. Aber wenn er schlau ist, wird er ihn ja so entdecken. So, dann kann er da loslegen. So, den ziehen wir in Richtung die Ecke. Dich können wir mal da hinstellen zum Blocken. Du gehst hier rüber, kannst sofort die Mine bauen. Dann ist zwar hier dieser Glauben wieder weg, da der eine, aber die Stadt kann trotzdem ganz normal weiter wachsen und kriegt sogar einen Bonus von 10%, was sicherlich auch noch wichtig ist. So, aber die Mauer soll nicht fertig werden, sondern hier die heilige Stätte soll produziert werden. Genau. Brauche jetzt 12 Runden für, ist aber alles kein Problem. Ah ja, Rouen, hier muss ich noch umstellen. Du musst auf da und du auf da, weil du hast 4 von 6 und außerdem will ich hier komplett 8,8 haben, damit er in 5 Runden den Schrein auch fertig hat. Und dann den Reiter noch bis hier unten hin. Und dann sollte ich hier oben eigentlich alles fertig haben. So, was habe ich noch für Einheiten? Jawohl, kommen wir zum Russen. So, Russland hat Frieden mit mir erklärt. Und das heißt, jetzt kann die große Missionierungswelle losgehen. Der darf 4 Felder gehen. Und 1, 2, 3. Das heißt, ich kann jetzt missionieren. Und wenn ich jetzt mal drüber fahre, sehe ich, nach dieser Aktion wird die Stadt 2 Bürger haben, die Shinto folgen. Und es wird keine Mehrheitsreligion geben. Warum ist das der Fall? Weil ich 75% des Drucks von der anderen Religion entfernen werde.
Warum macht er das jetzt nicht? Und das bedeutet hier, von 998 Druck wird er nachher nur noch 250 Druck über haben. So, dann bin ich zwar noch nicht besser als er, aber er ist auch genauso schlecht wie ich dran. Und das können wir jetzt gleich nochmal sehen, ob das auch genau richtig gerechnet worden ist. Er hat 249 Druck, ich habe 220 Druck. Bei ihm wird der Druck noch weiter aufgebaut wieder, also er kommt da zurück. Liegt aber daran, weil der hier halt von der Stadt Genf einen und von der nochmal 4 bekommt. Weiß er jetzt auch genau, es gibt ja Druck immer hier durch diese hier, durch die Lavras oder durch die Glaubensbezirke. Die Städte haben dann immer einen Druck von zusätzlichen plus 3 quasi. So, das heißt, den nochmal in Stellung bringen. Du kannst noch mit nachkommen hier. So, aber ich will ja auch nebenbei ein bisschen gucken, was da auf dem Feld ist. So, damit der dann den Rest hier fertig macht. Den ziehen wir dann hier runter und werden den hier fertig machen. Und man sieht auch ganz schön hier, diese Stadt hier, da ist kein Schrein drin. Das heißt, er kann dort auch keine Missionare bauen, um den Glaubenskampf aufzunehmen. Sehr gut durchdacht das Ganze. Die Hauptstadt hat wahrscheinlich... Ist das hier ein Schrein? Ne, das ist das. Wo ist eigentlich sein Schrein? Ich sehe das nicht. Also vielleicht hat er ja auch einen für Glauben gekauft. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er für seine Fähigkeit, Universitäten oder was mit Glauben zu kaufen, dass er da irgendetwas gemacht hat. So, wir decken hier nochmal auf. Ah, schöne Bergkette hier oben. Da hätte man richtig schön was machen können hier. Ich frage mich, warum der nicht voll auf Ausbau gegangen ist. Der hat so nettes Land hier. Hätte er hier oben eine Stadt hingesetzt. 1, 2, 3. Dann hätte er hier eine Stadt hinsetzen können mit dem Aquädukt da dran. Meinetwegen. Oder er hätte eine Stadt hier ganz oben hingesetzt. 1, 2, 3. Dann hätte er hier unten hinsetzen können. Da hat er ja eine gehabt. Er hätte so viel ausbauen können. Hier hinten mit der Wüste und diesem Wunder hier, Naturwunder, hätte er auch was machen können. Aber offensichtlich wollte er das alles nicht. So, Einheiten habe ich noch. Ah ja, beim Engländer. Gucken wir mal gerade. Das hat er so bewegt. So, so, so. Gucken wir mal, was hier unten ist. Aha, ein Händler. Und er hat auch sich jetzt umbenannt schon. Gut. Dann, nein, ich mache noch nicht nächste Runde. Denn ich muss ja noch ein paar Sachen machen. Hier, bei Sendai wollte ich auf jeden Fall noch den Handwerker jetzt kaufen. 5 Sachen, 5 Bauladungen hat er. Das passt wunderbar für ein Sägewerk. Abholzen, Mine. Noch ein Sägewerk. Und die Kuh hier. Und es ist ganz wichtig, dass ich diese Kuh hier auch nehme, denn an dieser Stelle hier, wenn hier das Handelszentrum fertig ist, kann im Prinzip, wo haben wir es, F6, F6, Bankwesen, Groß-Simbabwe entstehen. Eine eigene Handelswege von dieser Stadt erhalten, plus 2 Gold für jede Bonusressource innerhalb von 3 Geländefeldern Abstand zu dieser Stadt. Und in ihrem Gebiet muss neben einem Handelszentrum Bezirk mit einem Markt und Kuh gebaut werden. Also, plus 2 Gold für jede Bonusressource innerhalb von 3 Geländefeldern Abstand zu dieser Stadt. Erhalten plus 2 Gold für jede Bonusressource Abstand zu dieser Stadt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich von der eigenen Stadt und ich brauche Markt im Handelszentrum. Ah ja, muss ein Markt drin sein. Okay, der soll ja sowieso gebaut werden. Das würde dann Bonusressource wäre dann 1, 2. Schade, und das war's dann schon oder was, ne? Macht ja nichts. Ist zwar dann schlecht, aber das ist ein guter Platz für
groß. Simbabwe jedenfalls. So, haben wir das auch. Und ich glaube, jetzt bin ich fertig. Nein, ich bin noch nicht fertig. Ich muss jetzt noch hier die Beförderung machen, auch wenn mich das jetzt eine Runde früher Geld kostet. Die beiden Armbrustschützen auf jeden Fall. Warum? Wegen dem Heureka hier. Metallguss. Wenn ich nämlich das Heureka angucke, Metallguss. Metallguss kostet jetzt 530 Wissenschaft pro Runde. Ich weiß gar nicht, ob das auch günstiger wird, aber falls es günstiger wird, habe ich jetzt hier schon mal 40% von 530 anstatt 40% von weniger. Ganz hier unten nehmen wir auch noch diesen Krieger in den Schwertkämpfer umwandeln, einfach weil ich es kann. Und sollte hier unten was kommen, kann ich mit dem Schwert hier auch gleich agieren, richtig agieren. Gut, das wäre im Prinzip alles. Das Einzige, was ich sonst noch gemacht habe, war quasi beim Engländer einfach mal angefragt, ob er mir nicht offene Grenzen geben kann. So, damit ich mal da ein bisschen erkunden kann. Und mal beim Chinesen auch angefragt, ob ich nicht offene Grenzen bekommen kann. Das fördert schließlich das Zusammenleben hier. Aber mal schauen, wie weiß, ob das überhaupt so funktioniert, wie die das sich denken. Ja, punktemäßig alles gut. Das sind inzwischen schon 388 Punkte. Also top, wie hoch das geht. Und forschungsmäßig 71, wieder mal 10 dazu gekriegt jetzt zu 45, 36. Ich habe ja bald doppelt so viel wie der Chinese. Da muss ich, na gut, nicht ganz doppelt so viel, aber schon sehr viel. Victoria 61,5. Macht mir jetzt auch keine Angst. Hier, komm, ich bleib dran mit 71. So, doppelt so viel habe ich hier. Doppelt so viel wie Barbarossa, genau. Hier 56. Das wird auch weiter steigen durch meine Schreine und meine Kultur. Zu 32, zu 12, zu 24, zu 24, zu 19. Ja, alles klar. Super. Hier hat sich auch nichts verändert, großartig. Und bei dem hier auch nicht. Startstätte zu 3. Zu 3, ja, sind nur noch 3. Genau, Religionssieg, ganz klar. Russland, Religion ist bedroht, ausgerottet zu werden. Ja, das wär's dann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde, in der 75. Runde, wenn es endlich ins Mittelalter geht. Sayonara!